Hallo Leute, willkommen zurück zum Minecraft Kingdom Let's Play. Im letzten Part mussten wir leider eine neue Welt aufmachen, aber jetzt sind wir eigentlich schon recht weit wieder. Haben eigentlich, ohne dass wir gegen Monster kämpfen mussten, es geschafft. Und oh, mit Junkfehler immer noch, müssen wir noch etwas ändern. So, irgendwie ist da noch ein paar Fehler drin, also sollte eigentlich nicht so schlimm sein, wenn wir Multicore rausnehmen. Wenn es da keine Probleme mehr gibt, dann machen wir die anderen wieder hoch. So, also wir wollten die Farm irgendwo dort hinten machen. Brauchen dafür Wasser. So, ja, die Farm möchte ich gern hier machen, weil gerade erst dann die Tiere kommen, die brauchen sehr viel Platz. Und weil der Garten auch nicht so geradlinige Ding haben muss, weil die Zäune da mehr Probleme machen. So, okay, wir machen hier mal ein bisschen die Erde zu Ackerboden. Hier machen wir die Karotten, nochmal ein Karottenseed, Patate neben dran, die Weizenkörner machen wir hier, Reis, weiß nicht was genau das ist. Korn machen wir hier und Cantaloupe müssen wir auch nicht so viel anpflanzen. Wir brauchen aber vor allem Weizen, deshalb komm schon, Weizenkörner. Ja, die werden natürlich von diesen Seeds so extrem selten gemacht. Einen habe ich. Na? Na toll. Zwei. Drei. Vier. Okay, da sind sie häufiger. Ja, 5. Gut. Haben wir schon viel mehr Weizen. So. Wir machen aber hier noch das Ding weg, damit die Tiere da nicht immer runterspringen. So. Gut. Dann können wir die Karotten noch anpflanzen. So, der Baumwall. Okay. Also jetzt brauchen wir Bäume. Oben haben wir so einen Baum. Auch für die Nacht dann wieder. Die zirpen Grillen hier. Hüpfen herum. Wo haben wir noch? Kühe haben wir hier. Ah ja, eben die Schafe, genau. Wir müssen Schafe suchen noch. So. Da haben wir ein Roguelike Dungeon. Die Kirche dort. Der Turm, Glockenturm. Da haben wir Kürbisse. Aber haben wir schon. Ah, schön, die Schmetterlinge.
Kühe haben wir viele hier, aber Schmetterlinge nicht. Ja toll, können wir nicht übernachten, weil Schafe einfach nicht gespawnt werden. Na, was ist das? Oh, ein Dorf und eine Wüste. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber cool. Gehen wir mal. Weizen besorgen. So. Immer dort, wo ich spawne, also dort, wo ich mich häuslich niederlassen will, ist ein Dorf in der Nähe. Das ist jetzt das dritte Mal hintereinander, also in dem Let's Play. Das ist sehr praktisch. Machen wir direkt in so ein Wildwestdorf oder so hier. Cool, cool. Also, in die Schmiede muss ich ja noch. Hier können wir die Dinge mitnehmen, die Öfen. So. Hier haben wir. Ja, nice, ein Spitzhacke, sonst. Ja, nichts Gescheites. Sodele. Wieder raus. Jetzt muss ich ja noch Ding haben. Schafe. Hier haben wir Treibs und ich hoffe, die Dinge fallen da nicht rein, die Dorfbohne. Schafe, kommt bitte. Boah, die grillen. Die machen alle Beete kaputt so. Ich wollte pflücken, aber da kann man, glaube ich, gar nicht pflücken. Nehmen wir mal mit. So. Schweine haben wir hier, gut. Aber bitte, Schafe. Komm. Kommt, Schafe. Meine Sheepies. Schafe, kommt meine Schafe. Ich glaube, im Hochland hat es am meisten Schafe. Schweine. Naja, das ist nicht so gut. Wir können sie dann per Portal Gun heimbringen, aber naja. Wir müssen halt einfach übernachten können und dass wir einfach nicht untätig sein müssen oder so, dass die Monster uns nicht überrumpeln. Wir können natürlich überleben, aber es wird wahrscheinlich sehr aufs Hunger gehen, wenn wir die ganze Zeit herumhüpfen müssen. Lol. Einfach mal erst. Ah, Schafe, Schafe, Schafe. Also wenn es Nacht wird jetzt, dann können wir gleich mal übernachten. Die Schere. So. Hallo, Schafe. Was machst du da unten drunter? Danke. Nicht lecken. So. Was wird hier generiert? Ach, das Wasser. Wahrscheinlich ist das Wasser halt auch ein bisschen zu aufwendig. Aber okay. Kann passieren. Jetzt, wo die Word-Generation, also die Chunks richtig geladen werden, ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Oh, du kannst nicht mehr mitkommen. Was nehmen wir raus? Gerstensamen, Potato Seeds. Brauchen wir nicht. Hier haben wir wieder Muskatnuss.
Okay. So, gehen wir nach Hause. Ah, schön. Also ich finde es jetzt schön, dass wir so eine gute Welt haben. Eine Wüste sogar nebenan. Passt halt nicht so. Aber Wüsten sind mir tausendmal weniger egal, als dann plötzlich irgendwie eine Schneelandschaft neben einer Wüste. Das ist besonders schlimm. Also es wurde ja, was in der 1.8 oder in der 1.6, die Weltgeneration so angepasst, dass die warmen Biome in einer Richtung sind und die kalten Biome in eine andere Richtung sind, also so richtige Warmlandschaften und Kaltlandschaften gibt. Und das ist ja noch nicht so umgesetzt worden von den Mods. Und deshalb denke ich mal, kommen halt dann einfach Biome so vor noch. So. Also, Bett machen. Machen wir ein schwarzes, also mit schwarzer Wolle. Oder nein, mit weißer Wolle. Ja, graue Wolle, ja. Können wir die weiße für anders nutzen, wenn wir überhaupt etwas nutzen. Ja, das ist blöd. Wir haben hier zu wenig Platz. Geh mal weg da. Hier zumachen. So. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr geschehen. Packen wir nicht mehr irgendwie in die Wand hinein. So. Gut. Also, dann tun wir mal hier Sachen rein. Helfen können wir gleich dorthin tun. So, das kann ich anpflanzen. Blackberry. Bäume kann ich anpflanzen. So. Gehen wir nach oben. Ja, mit Zombies und Creeper. Ja, genau. Sonst hätten wir hier ein Riesenloch. Das Eben ist jetzt extrem viel. Also, das Aufpassen so existiert ja eigentlich auch gar nicht mehr so bei so erfahrenen Let's Player. Also eben, man kann nichts dafür und das ist immer blöde. Das ist sozusagen immer eine nervige Angelegenheit. So, Bäume haben wir angepflanzt. Jetzt machen wir hier noch Zuckerrohr hin. So, können hier noch mehr. Also Erde abbauen, damit wir anpflanzen können. So, hier haben wir Lehm. Oh. Skelett nicht abschießen, bitte. Creeper, wo bist du da oben? Ja, aber wir müssen dorthin. Einfach außerhalb noch kurz sein. So. Können hier mal Bäume abpflanzen. Also einen Baum hier. Umhacken. Dann haben wir genügend Holz. So.
haben wir noch eine Pflanze am Baum gehabt. So. Gut. Jetzt müssen wir den Creeper töten. Der nervt sonst. Ja, die explodieren. Also die, wenn sie mal anfangen, dann explodieren sie direkt. Na, es ist halt auch ein bisschen schlecht, so an einem Hang zu kämpfen. Da kann man nicht schnell genug abhauen. Aber dennoch, das ist ja Wahnsinn, wie die... Geht weg, die Scheißteile. Weg da. Haut ab. Aber es macht da halt die Welt richtig lebendig. Das ist doch schön. Am Anfang gehen halt manche Pflanzen kaputt. Aber dennoch... oh, wir haben kein Wasser hier. Mist. So, komm, schneller. So. Oh, Mann, immer alles Inventar. Also an der Scrollbar voll. Die können wir ja nicht zu Bären machen. Die hier noch hin. Hier. Noch Gerstensamen. So. Gut. Plus Schilfrohr. Können wir auch noch anpflanzen. So, der Skelett ist weg scheinbar. Gut. Ja, die Bäume machen wir mal weg. So, Setzling haben wir. Also um das Essen ist jetzt reichlich haben wir gekümmert und können eigentlich dann, wenn es ja, wenn wir Arbeit haben. Müssen wir das nicht machen. Aber jetzt haben wir vor allem Holz, können ein bisschen unterirdisch sein. So. Machen wir ein bisschen. Lagerplatz. Die können wir reinlegen. Die zu Weizen zu Brot machen. Das Weizen. Das Weizen rein. Dann haben wir Brot. Dann haben wir ja, eigentlich alles andere angepflanzt. Es hat nicht so viel. Wir holen nochmals Wasser für das Lava, wenn wir dann auf Lava stoßen. So. Ja genau, Schere. Spick mal weg. So. Gut, gut. Zeit haben wir. Ja, nicht mehr so viel. Beginnen wir mit dem Meinen. So. Machen wir hier noch ein Ding davor. Ein Block. Also. Wir meinen weiter. Hier irgendwo ein Skelett, da rechts. Hinten. Ist das ein Spawner hier? Das muss ja heftig sein. So viele Skelette. Jetzt hört man sie aber gar nicht mehr. Hm, was seid ihr? Wo hier? Hallo? Da. Ah, das ist der Chris. Ein bisschen. Okay, dann ist scheinbar hier nichts. Hm. Okay, waren nur viele Skelette hier.
So, Fackeln. Ah, erkunden wir mal die Höhle. Salz. Kohle. Recht viel Kohle. So, Eisen. Zinn. Können wir Maschinen daraus bauen. Ja. Noch Kupfer. Soda. Also hier haben wir recht viel abzubauen dann. Im nächsten Part, die große, der Höhlenpart. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zugucken. Tschüss.